So Leute, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2, Part 11. Ja, hier kommen wir noch nicht durch. Das müssen wir nachher noch deaktivieren. Das machen wir auch. So. Aber bevor wir das machen, würde ich erstmal kurz sagen, so, gehen wir zur anderen... Nee, hier müssen wir durch. Oh Gott, ist das lange her. So. So, ich glaube, wir werden jetzt sehr viel erstmal mit den Wurfsternen machen. So, hier war nichts drin. Nee. Dann brauchen wir jetzt Schnellauswahl. Und machen hier erstmal den Terminator hin. Ach, so doch nicht. So. Denn den brauchen wir hier ziemlich häufig. So. Noch bevor das Böse entstehen kann, wird es zunichte gemacht. So. Also im Grunde genommen kann man hier wirklich in Ratchet & Clank 2 jetzt nicht sagen, es gibt von mir ganz spezielle Hass-Level. Also ich finde eigentlich alle Levels cool gemacht und machen Spaß. Natürlich der eine ist ein bisschen mehr aufwendig als der andere, aber das ist auch gut so. Dann hat man wenigstens was zu tun. So. Gut. So. Alles mitnehmen, alles kaputt machen. Gut. Oh, da hinten haben wir... Du sollst den... Genau. Auch wieder eine Menge Bowls. So. Nachteil ist halt, dass wir hierbei immer anhalten. Na. Beim Wurfstern halten wir halt immer an. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Sondern wir können nicht im Sprung irgendwas werfen, sondern wir müssen dabei immer stehen. Das finde ich ein bisschen scheiße. So, eine Menge Bowls. Eine große Menge an Bowls. Wir haben schon 30.000, sogar über. So, hier war nichts mehr. Ne, sieht nicht so aus. Gut, da hinten ist hier... Oh, da gehen wir nochmal zurück. Für ein Dynamo. Gucken wir mal. Geräte. Dynamo. Weiß jetzt nicht genau, was das jetzt gemacht hat. Hat er sie... Achso, Türen geöffnet für einen Bolt. So, den holen wir uns mal schnell. Genau. Ja. Das war gut. So. Wieder eine Menge an Bowls. So. Die haben gar keine Bowls gebracht, ne? Wenn man sie kaputt gemacht hat.
Nee. Na gut. So. Nichtsdestotrotz geht's jetzt hier hoch. Gucken wir uns das mal an, was es da gibt. Kisten. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Die Waffe ist halt auch ziemlich cool, weil wir dafür immer, weil wir uns damit immer bewegen können. Wir müssen nicht stillstehen. Das macht die Waffe halt auch so gut. Und nachher, wenn sie erstmal aufgebessert ist, ist es natürlich gar kein Vergleich mehr. Psst. Braucht ihr Schiff, Verbesserungen? Angst, geschnappt zu werden? Bei Slim Cognito ist Diskretion garantiert. Ob nun Waffen, Schilde oder ein neues Hyperraummodul. Wir halten alles für Sie bereit. Und vor allem halten wir den Mund. Wenn Sie also mal wieder auf der Suche nach einem legal anfechtbaren Geschäft sind, denken Sie an Slim Cognito, wo wir niemandem Rechenschaft ablegen, außer Ihnen. Schiffsausrüstung. Wir hätten genug Zeit, Slim einen kleinen Besuch abzustatten. Oder wir könnten uns mal diese Chemiefabrik ansehen. Vielleicht weiß da jemand, wo der Dieb hin ist. Ja, Slim Cognitos, Schiffsschuppen. Da gucken wir uns mal um. Ne, auch mal um, und zwar auch direkt jetzt. Weil ich einfach wissen will, mit was man da bezahlt. Ich glaube aber, das war mit Raritanium. Oder mit Platin Bowls. Dann wäre ich ziemlich in den Arsch gekniffen, weil ich keine Ahnung habe mehr, wo wirklich viele sind. Ich glaube aber, das war mit Raritanium. Ich glaube. Heißt nicht wissen. Aber na gut. So. So. Ja, wir gehen da jetzt nochmal in diese Richtung. Aber auch nur, um jetzt hier nochmal ein bisschen was an, ja, Waffe zu leveln. Da wirklich reingehen, tun wir jetzt erst nachher. Hey. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Nee, nicht so. Kommen wir da noch gar nicht rein? Oder wie sieht das aus? Ich glaube, hier war ein Goldbolt, Platinbolt. Nee. Irgendwo in der Ecke war mal einer. Das weiß ich noch. Kommen wir da jetzt... Echt? Müssen wir da durch? Ich möchte da aber jetzt nicht reingehen. War ein bisschen blöd, ne? Nur ein bisschen. Und wenn wir uns töten... Macht's aber irgendwie nicht so wirklich besser, ne? Oder? Speicherpunkt. Hey, du Arsch. Du siehst uns nicht? So. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir, wenn wir uns einmal töten, uns hier wieder komplett ganz viel, Punkte machen können. Nanotech aufgebessert. So, jetzt sind wir schon wieder da. Ja, von wegen, ich laufe jetzt einmal da rum. Nee. So, einmal... So, und jetzt einmal schnell zum Schiff. Und dann einmal gucken, was der Laden da hat. Möchte da unbedingt mal reinschauen. So. Slim Cognitos Schiffschuppen.
Mission. Natürlich gibt es ja keine Mission, das ist nur zum Aufbessern vom Schiff. Aber da bin ich jetzt gespannt. Wir müssen das Schiff nämlich noch sehr oft sehen und deswegen soll es natürlich auch cool ausschauen. Ich weiß auch schon ganz genau, welche Farbe wir nehmen. Ich weiß es. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie es damals ausgesehen hat, als ich noch kleiner war und wer das dann immer da den zurechtgeschustert hat. So, Verkäufer. Genau, Raritanium. Wir haben hier tatsächlich auch... Ja, sieht aus wie eine Virida. Also... Flügel. Wechsel. Was haben wir denn da? Einfach Schubbeschleuniger. Fusionslaserkanonen. Elektrominenwerfer. Zielerfassungsraketenwerfer. Torpedowerfer. Finde ich auch, sehen cool aus. Bringt auf jeden Fall was an Optik. Verbessertes Schildsystem. Ja, auch nicht schlecht, aber 60 Raritanium muss man erstmal haben. Hyperraum-Warp-System. Hebeflügel. Und Panzerflügel. Ich bin der Meinung, ich hatte damals immer die gebogenen Panzerflügel? Ne, Panzerflügel hatte ich damals. Wir können uns ja schon mal jetzt hier die Panzerflügel holen. So sieht das jetzt aus. Ändern geht ja immer noch, in dem Sinne nicht so schlimm. Torpedowerfer, Fusionslaserkanon, Dreifachschubbeschleuniger. Ich hatte damals den hier. Und ich glaube, da kommt aber nachher noch was dazu. Dreifachschubbeschleuniger, nö. Elektrominwerfer, Zielerfassung, Preis, Torpedowerfer. Eigentlich müssten wir unser Schild verbessern, aber Torpedo hauen wir uns auch nochmal dazu. Mehrfach-Torpedowerfer. Können wir auch noch aufbessern quasi. Nicht schlecht. So. Konnte man dann nicht noch irgendwo nachher die Farbe ändern und alles? Ich bin der Meinung, ja. Aber anscheinend geht das ja noch nicht. In dem Sinne... Ja, müssen wir das erstmal wohl so hinnehmen. Ja. Standardflügel. Was bedeutet Hebeflügel denn? Was steht da oben? Steht da irgendwas dazu? Ne, nur Hebeflügel. Gut, dann können wir hier erstmal nichts mehr machen. Ah, ich finde, das sieht auch cool aus mit diesen Dreifach-Schubbeschleuniger. Den wird da nachher noch eine zweite Version kommen. Wie sieht das denn jetzt momentan aus? Nur ein großer. Auch nicht schlecht. Na gut. Würde ich sagen, fliegen wir erstmal direkt zurück zur Kanalstadt und gucken uns das mal an. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nachher mehr Missionen machen, wir dann auch besseren Look fürs Schiff bekommen, also andere Farben, bekommen dann noch mehr Waffen dazu. Da bin ich ziemlich von überzeugt, weil ich bin so stark der Meinung, dass damals da noch mehr zur Auswahl gab. Und das muss denn ja sein, wenn man ein bisschen gespielt hat. Andere Möglichkeit gibt das ja schon gar nicht. So. Gut. Wir waren ja letztes Mal hier durchgegangen, ne? Nee, wir sind hier lang gegangen. Hier rüber. Würde ich sagen, laufen wir jetzt auch wieder hier rüber. Und gucken uns da mal um. Und machen da dann auch gleich weiter. Haben wir leider den Part gleich schon wieder vorbei. So.
So. Alles klar. Machen wir nochmal kurz hier, damit es schneller geht. Blitzkanone. So, das ging ja wohl mehr als schnell. Ich meine, hier hinten war irgendwo... Da genau meine ich doch. Ich bin gut. Und wusste das noch. Mein Gedächtnis ist ja doch gar nicht so schlecht. Platin Bolt. Wie viele haben wir überhaupt? Können wir damit schon irgendwas machen? Oder mit dem Stilpunkt? Einen haben wir. Brauchen wir die Stilpunkte? Filme. Haben wir auch keine, außer den ersten. Na gut. Na gut, na gut. So. Machen wir da vorne noch die Kisten kaputt. Und dann würde ich sagen, wären wir ja eigentlich hier rausgekommen. Ich werde gleich schon mal vorlaufen und dann sehen wir uns oben auf der Brücke wieder. Ja. Bis dahin. Ciao, Leute.